Hallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Hier ist die Sarah aus Sessau mal wieder für euch. Und wie ihr seht, nicht in gewohnter Umgebung, denn ich bin immer noch in England. Und natürlich bin ich nicht hergefahren, nur um Kultur zu sehen, sondern auch um Süßigkeiten zu kosten. Yay! Ja, und ich habe hier ganz viel vor mir ausgebreitet. Und auch hier hinten stehen Getränke, also die kommen natürlich auch noch mit dran. Die Getränke, muss ich ehrlich sagen, die kenne ich aus dem Corncrafter-Video. Der hat vor einem Jahr auch meine British Candy Challenge gemacht mit Corncrafter und daher kenne ich die Getränke und ich wollte sie unbedingt auch mal selber probieren. Also dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß, mir beim Probieren von Süßigkeiten zuzusehen. Yay! Die erste Süßigkeit, die ich habe, ist Crunchy. Das habe nicht ich in den Einkaufswagen getan, sondern mein Freund. Und jetzt probiere ich das für ihn. Natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber man erwartet einfach eine Maßregelfüllung und bekommt dann das hier. Eine Crunchy-Füllung. Ja, nicht das, was ich erwartet habe, aber okay, es schmeckt gut, ja. Die nächste Süßigkeit, die ich habe, ist Turkish Delight. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ich habe gar keine Ahnung, weil es steht auch nichts drauf, wirklich. Also, das gibt es auch nur so zu kaufen, diese kleinen Päckchen. Es ist Schokolade und es ist weich. Das ist wahrscheinlich türkischer Honig. Mit Schokolade drumherum. Ich gebe das mal weiter an meinen Assistenten. Die nächste Süßigkeit sind Jelly Babies. Yeah. Die sind so mit Puderzucker drumherum. Gummibärchen mit Puderzucker drumherum. Süß, sehr süß auf jeden Fall. Ich gebe das mal weiter. Das nächste habe ich auch nicht in den Wagen getan. Hershey's Cookie and Cream Candy. Dann werde ich das mal aufmachen. Ich habe mir jetzt ein Stück abgemacht. Auf jeden Fall lecker. Schmeckt richtig nach Cookies. Yeah! Man wird es kaum glauben, es ist ja auch Cookie and Cream. Nee. Die vorletzte Süßigkeit jetzt schon, ich habe ja dann noch Getränke, nennt sich Inky Deckers. Sind so kleine Kissen mit Crunchy drin. Es ist wahrscheinlich Dinkel. Es schmeckt gut. Es schmeckt gut, aber ich würde es jetzt auch nicht jeden Tag essen. So ein bisschen nach alte Schokolade. Und das letzte im Bunde, was es zu essen gibt bei mir, habe ich auch aus dem Corncrafter-Video, muss ich ehrlich sagen. Das ist Kellogg's Squares. Und da bin ich echt gespannt drauf, wie das schmeckt. Ob das wirklich so schmeckt wie die beiden das beschrieben haben. Also es ist ein bisschen wie bei Zuckerwatte, aber es schmeckt jetzt nicht ekelsüß. Also am Anfang, wenn man so dran riecht, denkt man so, was, wie süß ist das denn? Aber das schmeckt gar nicht so süß durch den Reiskrisp. Jetzt kommen wir zu den Getränken, das letzte im Bunde. Ein Original Energy Drink macht sich ja ganz gut um 22:30 Uhr nachts. Ribena, Mango and Lime und Blackcurrant. Das werde ich jetzt auch gleich als erstes probieren. Also Max, egal was du für einen Geschmack hast, das schmeckt doch mal eklig. Das schmeckt total nach Chemie. Na dann mal das nächste.
was ja auch so gut schmecken soll. Da bin ich wieder und Flasche ist fast leer. Nein, schmeckt wirklich, wirklich richtig gut. Und jetzt habe ich sogar den Eimer hier vor Schreck weggeschossen. Das letzte im Bunde für heute ist der Energy Drink. Das riecht so ein bisschen nach Billig-Cola. Es schmeckt nach nichts, muss ich ehrlich sagen. Es schmeckt wirklich nach nichts. Es sprudelt ein bisschen und dann ist ein bisschen Zitrus, aber sonst gar nichts. Das flasht mich jetzt überhaupt nicht. Wenn ich ein Favorite bestimmen müsste, wäre es von den Getränken Mango und Lime. Und von den Süßigkeiten her Cookie and Cream. Ich verabschiede mich aus England. Ich drehe jetzt noch ein bisschen an meinem Vlog weiter, den ihr ja jetzt eigentlich schon gesehen haben müsstet. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Und vergesst mich nicht zu abonnieren. Oder wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben dazulassen.